So, wir sind von Unterbrunn nach San Domingo gefahren zu zwei Freunden, Tobi und Gregor. Und ja, die arbeiten hier in einem Kinderheim. Und ja, Jungs, erzählt doch mal, was ihr so macht. Genau, also wir sind jetzt auch seit einer Woche ungefähr hier in Ecuador, in Quito gelandet und arbeiten hier im Kinderheim Casa Hogar de Jesus in Santo Domingo. Genau, und wir kümmern uns hier um die ungefähr 40 Jungs, die hier leben und helfen ihnen, ein bisschen angenehmeres Leben zu führen. Okay, nice. Ja, also wir sind jetzt genau seit einer Woche da und haben uns schon echt schwer getan jetzt am Anfang, vor allem mit dem Spanisch, weil wir da beide davor gar kein Spanisch Absolut. Konnten. Absolut. Und auch beim Unterricht in der Schule war es schon sehr anstrengend, weil das komplett anders ist als in Deutschland. Und wir hoffen, dass es noch irgendwie besser wird. Genau, also wir sind für ein halbes Jahr hier, 6 Monate. Danach wollen wir uns auch noch ein bisschen das Land anschauen, aber nur also wir bleiben in Ecuador. Ja, und mal schauen, was die Zeit davor so bringt. Was haltet ihr so von der Stadt Santo Domingo? Voll hässlich. Also hier ist es wirklich nicht sehr schön. Ja, es stinkt, es ist dreckig und es kann eigentlich nur besser werden. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Wir waren zwar erst seit ein paar Tagen ohne festes Ziel unterwegs gewesen, aber trotzdem tat es gut, für einen Moment anzukommen. Wir genossen die tolle Gastfreundschaft und das Leben mit den Kindern. Uns gefiel es so gut, dass wir gleich 4 Tage blieben. Am Wochenende sollte es dann mit Tobi und Gregor in den Dschungel gehen. Und das seht ihr dann im nächsten Video.